Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute hier einen Low-Loader in drei verschiedenen Varianten. Das liegt an den Achsen. Das möchte ich euch heute hier zeigen. Auf alle Fälle ein Doll. Und der ist ein bisschen tiefer gelegt jetzt hier. Das sieht jetzt hier nur im LKW-Dingsbums aus hier, aber das sehen wir dann gleich im Spiel nochmal. Genau. So, den gibt es schon drei Achsen. Klar, zwei sind geliftet davon. Ihr könnt auch die drei Achsen nehmen, dann ist eine geliftet und die drei Achsen, die sind dann lenkbar. Die wollen wir nehmen, die schauen wir uns an. Da ist das gleiche Spiel. Nochmal. Das Chassis könnt ihr in verschiedenen Farben nutzen. Ihr könnt auch sagen, nee, pass auf, ich will den dunkel haben oder grau oder wie auch immer. Das ist euch überlassen. Anbauparts gibt es natürlich auch ein paar. Müssen wir ein bisschen drehen. Fangen wir mal hier vorne an. Hier gibt es Warntafeln. Die kommen immer gut. Holzdecke ist auch gut, ne? Komplett. Kommen wir in dem komplett gehölzenen. Reflektionsstreifen gibt es hier rot und gelb. Wir nehmen natürlich gelb. Das ist jetzt hier klar, weil sobald ihr den Doll-Auflieger aufnimmt, dann geht das natürlich runter und dann passt das hier auch wieder. Ne? So, Reifen lassen wir, das ist glaube ich klar wie Kloßbrühe. Gucken wir mal ganz unten, gibt es natürlich diverse Schmutzlappen, die ich jetzt hier leider nicht so ganz sehen kann. Mercedes-Benz, Iveco, Truck, Volvo, Scania, also gibt es verschiedene Sachen hier, die könnt ihr dann hier nutzen. Ich nehme einfach mal Scania, was wurscht ist. So, und dann gibt es hier diverse Möglichkeiten, auch hinten Bumper hier ein bisschen zu machen, ne? Standard Paint. Das sieht ganz cool aus und hier dann nochmal die Variante, na, müsst ihr dann gucken. So, was gibt's noch? Konvoi, Schild, Schwertransport, Long-Vehikel, Gedöns. Ganz viele verschiedene Schildchen sind hier mit angebracht. Und hier haben wir doch noch rundum leuchten. Verschiedene. Schauen wir, welche da am besten leuchten. Die oder die. Oh, ist egal, könnt ihr irgendwelche nehmen, die euch hier gefallen. Ich nehme jetzt einfach mal die, was wurscht ist. So, bestätige das Ganze mal, kloppt den mir jetzt mal in den Mod-Ordner, in die Garage. Wir wollen ihn mal anhängen. Warum? Wir wollen ja auch sehen, was tue ich transportieren mit dem Hobel. Den packen wir jetzt hier mal auf den Scania. So, jetzt nutzen. Zack. Und dann schauen wir doch mal gleich hier, was der Frachtmarkt so hergibt. Das ist immer das, was interessiert bei so einem Gerät. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr eine Turm-Halbschale. Ihr könnt so ein Landwirtschaftsgedöns nehmen, hier eine Kirchenglocke, irgendein Fundament, Lamborghini-Traktor, nochmal ein Traktor und lauter verschiedene Sachen. Sogar eine Yacht ist mit dabei, ein Überlaufbecken haben wir noch mit dabei. Also ganz viele verschiedene Frachten hier. Und da werde ich mir jetzt dementsprechend jetzt raussuchen und das wollen wir dann mal testen. Die Frachten, auch vom Gewicht her finde ich es gar nicht so schlecht. Wir sind hier bei, ich guck mal, Preis, machen wir mal Gewicht, Gewicht der Ladung. Also wir fangen bei 2 Tonnen an mit einem Rücktransport, mit so einem kleinen Sprinter. Und das geht dann über bis 45 Tonnen, meine Damen und Herren. Das, da ist schon ganz schön was geboten. So, da ist jetzt der Trailer. Ihr seht, Trailerkabel in Fünsen. Ihr habt ansonsten noch ganz viel, also sieht auch alles ganz gut aus. Ich habe jetzt einfach mal so ein Bündnis von Traktor und Fendt. Fendt sein, ja, da steht's. Ist auch hier mit Ladungssicherung gut versehen, also man sieht hier Ketten und so, das ist alles, passt auch hier alles und dann sieht halt erstmal so aus, wie er aussieht, ne? Wir werden natürlich ein kleines Stück nach vorne fahren, wir gucken mal, was der Lichttest hergibt und dann zeige ich euch das gleich nochmal mit den Achsen und wie gesagt, Fracht ist ja hier mit am Start, so, jetzt fahren wir mal raus, blub, 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 blub. So, dann machen wir mal kurz den Lichttest, den das interessiert, so, dann schauen wir doch mal hier, also wir haben, ne, 15 Uhr ist ein bisschen zu hell. Da wird es nichts mit dem Lichttest. Transportiert sieht schon besser aus. So, dann starten wir mal durch hier. Also wir haben hier Positionsleuchten überall. Vorne in die Warntafeln sogar mit dabei. Wir haben da welche mit dabei. Und hinten das Heck sieht dann so aus. Rückwärtsgang, also Arbeitsscheinwerfer sind mit am Start. Das leuchtet alles sehr gut aus. Bremse leuchtet. Na, machen wir nochmal aus hier. Das passt. Und dann natürlich der Blinker. Das fünzt auch. Also hier Lichttest. Würde ich einfach mal sagen, bestanden. Ne? Dann gehen wir raus. Wir machen es wieder schön hell. Plopp. Und dann zeige ich euch mal jetzt ganz kurz, wenn ich jetzt hier um die Kurve schieße, wie das so aussieht. So, ich drehe jetzt hier mal ein. Da könnt ihr hier hinten die Achsen, sieht man jetzt zum Beispiel schon ganz schön, wie sich hier alles schön mitlenken. Ne? Also man muss diese Variante nicht nutzen. Man kann aber, er lenkt halt dann natürlich schön mit. Ne? Macht das Fahren natürlich auch einfacher. Also wirklich sehr schöner Trailer, ist wirklich top, der jubelt nicht. Aber dürft ihr zu Hause jetzt selber entscheiden, ob er sagt, ja, den kann man nutzen oder sagt, oh nee, das ist jetzt nicht so meins. Also ich finde es gut, vor allen Dingen, weil die Frachten ja so vielseitig sind, erstens schon mal das. Die sind nämlich sehr vielseitig und mit 45 Tonnen, da ist man auf alle Fälle gut unterwegs. Ne? Aber wie schon gesagt, ihr dürft jetzt selber entscheiden,
Aber sagt, Rundumleuchten funktionieren natürlich hier auch. Gut, dann dürft ihr natürlich wie immer, wenn ihr Fragen sind, einfach gerne kommentieren. Ansonsten will man einen Däumeling da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch immer knitterfreie Fahrt mit dem coolen Doll-Auflieger hier. Ne? Macht's gut, bis bald und adios.